Porsche schickt mit dem Panamera eine sportliche Limousine in die umkämpfte Luxusklasse. Sein 4 Liter V8 leistet 422 PS. Rund 120.000 Euro sind der Einstiegspreis. Der Porsche bleibt sich treu. Gegenüber dem 2009 erschienenen Vorgänger wirkt der neue Panamera eleganter und flacher. Das Heck greift mit den schmalen und konturierten Rückleuchten das Design von 911 und Macan auf. Trotz 1,93 Meter Breite und über 5 Meter Länge strahlt der Panamera Dynamik aus. Genau das scheint das erklärte Ziel zu sein. Also wenn du dich hier in den Porsche reinsetzt, weißt du sofort hier, ich bin in einem Porsche. Der Zündschlüssel, der sitzt links, wobei über den reden wir noch, der ist nämlich nicht so schön. Und insgesamt bist du in dem Auto viel mehr integriert. Du liegst ja so ein bisschen drin. Ja, die Mittelkonsole ist extrem weit oben. Du hast diese Phalanx an Instrumenten vor dir. Und das wirkt gar nicht wie eine Luxuslimousine. Das ist halt ein Sportwagen, in dem du da drin liegst. Ein Eindruck, den die kostspielige Sonderausstattung verstärkt. Die Sportsitze kosten mehr als 3.000 Euro. Das Liederpaket fast 3.600. Dafür verschwindet das Loch für den Zündschlüssel. Guck mal, ihr habt so schöne Schlüssel hier. Guck mal, macht euch so eine Mühe. Das sieht so toll aus. Die könnt man hier reinstecken und das ist ein gutes Gefühl. Und das wirkt auch hochwertig, anstatt diesen komischen Pinöpel hier. Der Porsche sorgt für etwas Frust. Eine kleine Überraschung. Gibt es am Luxus Schwaben noch mehr zu kritisieren? Bei der Bedienung hat sich einiges verändert. Das neue System hier drin ist gut, aber es ist nicht besser als das alte. Es gibt sogar eher ein paar Funktionen, wo du dich fragst, ja, wieso habt ihr das denn jetzt so verkompliziert? Ihr werdet es mir nicht glauben, ich meine das ernst. Der Lüftungsschlitz hier, der ist wirklich übers Menü gesteuert. Ja, da hast du nicht einfach hier so einen Regler, wo du das einstellst. Nee, du musst ins Menü, um den einzustellen. Also da muss ich schon sagen, das ist technischer Overkill. Vor allem, da sitzt auch nochmal ein Elektromotor drin, der kaputt gehen kann. Der Diesel Panamera trägt nun das S-Kürzel. Das bedeutet V8 statt V6. Die Leistung wächst im Vergleich zum Vorgänger um mehr als 100 PS auf 422. Wie schlägt es sich auf der Landstraße? Das geht dermaßen brutal los. Das kann man in Worte nicht fassen, was dieser Motor schafft. Das sind ab 1000 Umdrehungen volles Drehmoment von über 800 Newtonmeter. Selbst der Blick auf die Tankuhr trübt die Begeisterung kaum. Glatte 10 Liter sind es im AMS-Verbrauchstest. Man kann sogar noch ein bisschen drunter liegen, wenn man sehr sparsam ist. Und das passt. Weil, lieber Gott, ich kaufe mir hier eine Luxuslimousine, so wie er hier ausgestattet ist, für 150.000 Euro. Und dann muss ich auch mit dem Spritverbrauch leben können. Wir könnten beim Panamera jetzt den typischen Autotester-Sitz einnehmen. Ihr kennt ihn schon, hinten ist da so und vorne mit dem Knie. Machen wir nicht. Wir krabbeln einfach mal durch das Auto durch und gucken, wie schnell das geht. Weil das sagt einem ja auch sehr viel aus über die Platzverhältnisse hier drin. Das ist schon ein bisschen enger. Das sind nämlich Einzelsitze. Und da muss man hier über die Mittelkonsole drüber. Oh. Boah, ich bin zu alt für dieses Zeug. Also, da brauchen wir ein bisschen länger. Und dann muss ich mich bei meiner Mama entschuldigen. Ich habe dein Bügelbrett mitgenommen. Aber das brauchen wir unbedingt, um die Platzverhältnisse in Panamera zu zeigen. So, also nicht böse sein. Ich hole die Hemden dann später ab. So, das machen wir erstmal hier zusammen. Wunderbar. Und jetzt muss ich noch eine Sache machen. Und das ist halt der Vorteil des Panamera. Ich kann die Sitze umklappen. Das kann man bei vielen Luxuslimousinen in der Art nicht. So. Und jetzt kann ich das Bügelbrett hier wunderbar hineinschieben. Das ist schon ein Golfbag im Gegensatz zu einem Bügelbrett. Und wenn ihr mal ein Argument sucht, wieso ihr euch ein Panamera kaufen sollt, also bei der Familie, hier, Bügelbrett passt rein. Zeit, um über die Teststrecke zu bügeln. Wir gehen in Sport Plus. Wir schalten PSM aus. Wir bremsen ihn ein bisschen fest. Und dann geht nämlich automatisch eine Launch Control rein und los geht's, jawohl. Oh, ansatzlos schiebt das schwäbische Monster voran. Mit gemessenen 4,0 Sekunden unterbietet der Panamera 4S Diesel sogar die Werksangabe von 4,3 Sekunden. Mit Reifen in 315er Dimension geht der Panamera in den Bremstest.
Trotz seines Gewichts von über 2,1 Tonnen steht der Panamera nach 32,7 Metern. Ein Bremswert auf 9,11er Niveau. Auf zum Slalom-Parcours mit der Luxus Limo. Dann lenken wir mit etwas mehr als 60 km/h in den Slalom ein. Guck mal, wie er das macht. Oh, das macht er natürlich sehr schön. Oh. Und er steuert ein bisschen, das spürt man, aber er lenkt natürlich typisch Borchenmäßig ein. Wobei er hier nicht so schnell ist wie 911er, aber verdammt schnell für eine Oberklasse-Limousine. Porsche bleibt Porsche. Mit durchschnittlich 67,2 km/h beeindruckt der Schwabe.